60.000 Besucher, 470 Musiker, DJs, Performance- und Theaterkünstler. Lerz ist fest in den Händen der Fusion. Feierwillige reisen aus ganz Europa an, die Tickets seit langem ausverkauft. Das Veranstaltungsgelände in diesem Jahr gesichert wie eine Grenzanlage. In den vergangenen Jahren hatten sich Tausende ohne Eintrittskarte Zutritt verschafft. Dem soll jetzt Einhalt geboten werden. Rund um das Festivalgelände müssen sich Autofahrer auf Polizeikontrollen einstellen. Geprüft werden die Fahrtauglichkeit sowohl der Fahrzeuge als auch der Fahrzeugführer. Das ein oder andere Gefährt musste schon aus dem Verkehr gezogen werden, weil es nicht der Straßenverkehrsordnung entsprach. Vor allem aber werden Drogen- und Alkoholkontrollen durchgeführt. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben gezeigt, oder auch aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass es insgesamt in Anbetracht der vielen Menschen, die dort an diesem Festival teilnehmen, es geht ja hier um eine Teilnehmerzahl von zwischen 60 und 70.000 tatsächlich, zu erstaunlich wenig Störung gekommen ist, von Seiten des Festgeländes annähernd gar nichts. Und auch im Bereich der Straßenverkehrsverstöße oder der Verstöße im Bereich des Betäubungsmittelgesetzes sind es auch in Anbetracht der Teilnehmerzahl wenige. Auf großen Ansturm haben sich auch die Supermärkte in der Gegend eingestellt. Sonderöffnungszeiten und Busse, die im Halbstundentakt vom Fusion-Gelände zum Shoppen in die umliegenden Gemeinden fahren. In den Einkaufskörben alles, was ein Festivalbesucher so braucht. Viel Obst und Gemüse, Brot, alkoholische Getränke, nicht alkoholische Getränke, ganz viel Eintöpfe, Suppenterrinen, alles, was halt so Campingbedarf ist. An den vielen jungen Menschen, die hier jedes Jahr zu Tausenden einfallen, stört sich hier in Miro kaum einer. Im Gegenteil, manche stürzen sich gern ins Getümmel. So lieb und so nett. Also das muss ich ehrlich sagen, keine Belästigung, wirklich nicht. Dann kommen sie alle in Scharen und sind so guter Laune und freuen sich, wie gesagt. Und ich muss bloß staunen, wenn sie dann immer hinterher sagen, es sind 60.000 oder 80.000. Da bin ich dann immer richtig erstaunt. Wer auch ein wenig Festivalluft schnuppern möchte, Freitag und Sonnabend um 23 Uhr gibt es eine Theaterperformance am Rande des Geländes. Zutritt auch ohne Ticket.